Liebe Freunde, ich glaube, es wird nach irgendwie einem knappen Jahr mal wieder Zeit, oder? Einfach mal wieder auf saftig, knaftig eine schöne Reaktion auf Fillmore. Ja, oder? Einfach mal wieder Fillmore. Herzlich willkommen zum Matthias-Adventskalender-Türchen Nummer 10. Der mysteriöse Brief, Folge 23. Rein in die Olga. Und jetzt Fillmore. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Der mysteriöse Brief. Erster Akt. Die verschwundene Schülerin. Okay, mysteriöser Brief, verschwundene Schülerin. Das halten wir schon mal fest, das wird, glaube ich, ganz wichtig werden jetzt. Sie unterbrechen unser laufendes Programm für echt sensationelle Neuigkeiten. Erstmal ein nettes Hallöchen. Wir haben soeben erfahren, dass es eine wilde Verfolgungsjagd auf den Fluren der X-Middle School gibt. Deshalb schalten wir jetzt zu Wade Chopper, der uns live von dort berichtet. Cherry, wie man uns soeben bestätigt hat, wurde das Fluchtfahrzeug von einem Gelegenheitsdieb namens Colby Bosworth geklaut. Sieht vertrauenswürdig aus, oder? Und wie es aussieht, benutzt Colby es dazu, eine ganze Schließfachreihe aus dem Ostflügel abzutransportieren. Wie hat der die denn da drauf bekommen? Wisst ihr noch diese Zeiten, als Drohnen noch nicht so absolut selbstverständlich waren und nicht jeder gefühlt eine Drohne mit Kamera dran hatte? Das hier, das waren die Zeiten. Das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Potzblitz. Hemor, bleib du an Colby dran, ich schneide ihm den Weg ab. Los. Diese Reaktionszeit von Fillmore einfach. Fillmore, ich schneide ihm den Weg ab. Los! Du an Colby dran, ich schneide ihm den Weg ab. Los! Okay, ein Pudding-Festival. Colby, pass auf! Toi. Ja, wahrscheinlich. Das ganze Ding dann um und er fliegt raus. Also ich hätte jetzt noch mit einer Explosion gerechnet, ne? Also eigentlich ja, wie sich das gehört, für Amerika hätte das Auto jetzt noch explodieren müssen. Ach du Schande, der Dieb ist eingetaucht. Da war doch safe irgendein super lustiges Wortspiel im Original. Und in der deutschen Synchro waren die so, boah, wie übersetzen wir das? Ich hab eine Idee, warte. Lass uns einfach das Wort wörtlich übersetzen, obwohl das in der deutschen Sprache gar keinen Sinn ergibt, das Wortspiel. Keiner findet das witzig. Ja, das machen wir. Dieses Schließfach hier konnte nicht zugeordnet werden. Nummer 483. Der gehörte meiner besten Freundin Alexis Bixby. Bevor sie unter mysteriösen Umständen verschwand. Bis sie dann vor 2 Wochen weggezogen ist, was ich total, naja, wie soll ich sagen, SCHADE schade finde. Natürlich, die Cheerleaderin muss einfach random so jedes Wort buchstabieren, weil Cheerleaderin. Gib mir ein S. Marian Green, ich bin der Co-Captain der Cheerleader-Truppe. Hallöchen. Okay, Freunde, was ist drinne? Also entweder ist was Geklautes drin oder es stellte sich raus, das glaube ich eher, etwas, was nichts mit Cheerleading zu tun hat, sondern zum Beispiel so Schach oder so. So irgendwas, was so, wo man so denken könnte, war es unsere tolle, beliebte Freundin, war Schachspielerin oder irgendwie sowas. Oder natürlich der Brief aus dem Titel der Folge, das kann auch sein. Ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Genau. Das ist Alexis Spiegel. Sie hat ihn anscheinend vergessen. Warum freut sie sich so darüber? Das ist absolut kacke. Die ist weggezogen. Weißt du ihre neue Adresse? Keine Angst. Ich habe ihre neue Telefonnummer. Ich werde... Gut, das war eine ziemlich zügige Antwort auf meine Frage. Sie einfach anrufen und ihn ihr zuschicken. Da wird sie sich sicher riesig freuen. Weil du sie anrufst? Nein, Dummchen. Dass sie ihren Spiegel wiederbekommt. Fillmore, Ingrid. Aber da stand auf der Rückseite was drauf. Achso, man sieht's nicht. Okay, man erkennt's nicht. Aber das wird bestimmt noch wichtig werden, was auf der Rückseite steht. Psst, nein, Dummchen, dass sie ihren Spiegel wiederbekommt. Fillmore, Ingrid. Dieser Zettel hier wurde bei uns unter der Tür durchgeschoben. Schmeiß es aus deinem System? Weiß jemand von euch, was das soll? Also, die Buchstaben stammen aus der Schülerzeitung. Fotografisches Gedächtnis. Das E ist aus einer Anzeige von Miss Fredericas Schule. Miss Fredericas Schule für Tanz und moderne Etikette? Sie gibt einem 2 Freistunden bei einem 5-Jahres-Vertrag. Haltung, vornehme Gelassenheit und Haltung.
Wer braucht das nicht? Konzentration, Leute. Jemand hat sich sehr viel Arbeit gemacht, um diesen Brief anzufertigen. Da steckt also was dahinter. Ich glaube, du hast einen kleinen Kakaorausch. Kein Wunder bei den Mengen, die du dir reinziehst. Das ist immer so, ja, ein wahrer Detektiv, ein wahrer guter Polizist und so, trinkt halt die ganze Zeit Kaffee und ist deswegen so auf Koffein, weil sonst kommt er nicht klar wegen seiner ganzen schlaflosen Nächte. Ja, wir füllen uns einfach aus so einem fetten Wassertank. Habt ihr das gesehen, wie er sich den Kakao aufgefüllt hatte? Ja, das Security-Team hat einfach so einen fetten Kanister und da geht man einfach mit seiner Tasse hin, guck mal, und drückt hier so einen Hebel und hat Unlimited Kakao. Mit Marshmallows. Zeitung, fotografisches Gedächtnis. Ach so, und können wir mal kurz appreciate an der Stelle, dass Ingrid Third mal wieder fotografisches Gedächtnis gesagt hat. Das ist eine fotografisches Gedächtnis. Da war's schon wieder. Denn im Zweifel, wer braucht das nicht? Konzentration, Leute. Jemand hat sich sehr viel Arbeit gemacht, um diesen Brief anzufertigen. Da steckt also was dahinter. Ich glaube, du hast einen kleinen Kakaorausch. Kein Wunder bei den Mengen, die du dir reinziehst. Ich trinke so viel, wie ich will. Los, macht euch an die Arbeit. Gibt es im Flur nicht eine Überwachungskamera? Wer auch immer den Zettel unter der Tür durchgeschoben hat, muss auf dem Video drauf sein. Schön, dass du dich freiwillig meldest, Third. 29 Stunden Videomaterial. Bitte bedien dich. Easy. Viel zu einfach. Warum schiebt die uns so an? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er berührt sie und die Berührung sorgt bei ihr für diesen Blick. Oh mein Gott! Entschuldige bitte, ich hab dich wohl nicht gesehen. Meiner Freundin Alexis muss etwas zugestoßen sein. Etwas, wie soll ich sagen, G-A-N-Z? Etwas ganz Schlimmes. Was bringt dich dazu, so etwas zu denken? Die Nummer, die sie mir gegeben hat, bevor sie umgezogen ist, ist von einer chinesischen Pizzeria. Als ich die Auskunft angerufen habe, haben sie mir eine Adresse gegeben von einem Laden namens Ölwechsel und Haare schneiden in nur 14 Minuten. Vielleicht wollte sie nicht, dass du Kontakt mit ihr aufnimmst. Alexis war die höflichste und großzügigste Person, die ich jemals kannte. Ich war ihre beste Freundin und sie war auch meine. Seht doch, was sie mir gegeben hat, bevor sie umgezogen ist. Mary Ann und Alexis. Auf ihrer Hälfte steht, der Anhänger soll uns verbinden. Also ich muss schon sagen, das ist wirklich süß. Versprecht ihr mir, dass ihr sie findet? Danke, dass du mir behilflich bist, Gladys. Alexis Bixby, ja? Habe ich noch nie vorher gehört. Einfach mal ganz kurz einen neuen Charakter etabliert. Einfach random. Die Gladys, die ist jetzt einfach auch dabei. Aber das hier ist ja auch eine der größten Middle Schools im ganzen Land. Gladys, was macht das Einverständnis erklären? Aber die kennen wir doch schon aus einer alten Folge. Währungsformular 625987 PNAX vom B. Du kannst nicht jedem helfen, der dich irgendwas fragt. Aber helfen ist mein Leben. Das ist Officer Fillmore vom Security Team. Er sucht nach irgendwelchen Eintragungen über eine Schülerin namens Alexis Bixby. Lass mich mal nachsehen. Bist du mit den Videotapes fertig? Ich habe mit O'Farrell Xing Chang Chong gespielt. Noch Fragen? Es gibt keinen einzigen Schuleintrag über eine Alexis Bixby. Tut mir leid, aber der Computer lügt nicht. Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. Alexis Bixby? Das Mädchen war die geborene Anführerin. Oh, damit meine ich jemand, der bekannt und beliebt... Also das verstehe ich jetzt nicht. Es gibt keinen Eintrag über sie, aber alle erinnern sich an sie, sogar der Coach. Okay. ...und zu allem Übel auch noch fit wie ein Turnschuh ist. Wisst ihr, sie ganz allein hat uns in der letzten Saison ins Endspiel gebracht. Haben Sie vielleicht ein Bild von ihr oder ihre neue Adresse? Sie war erst seit dem Herbst hier. Ich werde mal sehen, ob was über sie im Online-Jahrbuch steht. Das ist ja wirklich merkwürdig. Lassen Sie mich raten. Null Information. Als hätte sie jemand aus all den Bildern wegkretuschiert. Wisst ihr, was ich mich da frage? Wie sah denn das Originalbild aus? Sie ist jetzt rausretuschiert, ja? Ich habe tatsächlich so ein Programm, damit kann man so reverse retuschieren. Eigentlich ja so, oder? Wie sollen die denn hier rausretuschiert haben? Warte, was machen wir aus den anderen Bildern? Ja, das ist ja easy. Dann haben wir schon mal Bild 2. Und eins ist ja noch, ne? Oh, das ist auch easy. Ja. Da haben wir tatsächlich die gesamten Originalbilder gefunden. ...den Bildern wegretuschiert. Als hätte sie jemand ausradiert. Als hätte sie nie existiert. Ich war gerade bei O'Farrell. Er hat noch nichts auf den Videotapes entdeckt. Bist du im Fall Alexis weitergekommen? Ich war in allen Archiven. Nichts. Ich meine, der einzige Beweis, dass Alexis existierte, ist dieser... Oh, warte mal. Du hast eine sehr gute Idee, Kobalt. Guck mal. Das ist nochmal eine Alternativversion von dem Bild. Puh, okay, das ist gut. Der Spiegel. Haltung... Ah ja, was habe ich gesagt? Haltung, vornehme Gelassenheit und Haltung. Das steht da einfach auf Deutsch. Warum steht das da auf Deutsch? Full. Vornehme Gelassenheit und Haltung. Donnerwetter. Das ist doch der Leitspruch von Miss Frederikas Schule für Tanz und Modern... Aber was habe ich gesagt? Das wird noch wichtig werden. Eine Etikette. Hey Ingrid, ich glaube, ich habe was auf dem Videos entdeckt.
Du gehst zu O'Farrell, ich zu Miss Frederica. Und Bingo, genau da. Wer hätte es gedacht? Er trägt einen Hoodie und eine Kapuze. Oder sie. Da haben wir sogar eine Zeugin. Guck mal. Und einen Zeugen. Warte mal. Spur zurück und zoom ran. Da, halt das Band an. Volltreffer. Ja, Mrs. O'Farrell. Am Ende dieses Kurses wird Ihr Sohn in der Lage sein, mit einem Buch auf dem Kopf herumzulaufen. Der O'Farrell. Sie fantastisch. Ich schreibe ihn sofort ein. Schreibt man O'Farrell mit einem oder mit zwei L? Orange und schwarz? Aber Schätzchen, Halloween ist doch schon über 6 Monate her. Ingrid Third, X Middle School. Dieser random Übergang. Schwarz und orange, aber Schätzchen. Erstmal abbeißen. Egal, aber es sieht tatsächlich verdammt lecker aus. Das sieht nach genau meinem Geschmack aus. Guck mal, komplett überfüllt, viel zu viele verschiedene Zutaten. Genau mein Ding, Alter. Du Security-Team, eine Frage. Kennen Sie diesen Spiegel? Ja, alle jungen Mädchen bekommen so einen, wenn sie erfolgreich diesen Kurs zu Ende gebracht haben. Hat jemand namens Alexis Bixby Ihre Schule besucht? Nun ja. Ich kann mich so ziemlich an jede Schülerin erinnern, die hier war. Viele kamen von der X, aber glaub mir, nicht eine von ihnen hatte den Namen Alexis Bixby. Fillmore? Schon wieder Fehlanzeige. Weißt du, so langsam habe ich das Gefühl, dass diese Alexis Bixby wirklich nicht existiert. Und wenn dein Gefühl dich nicht täuscht, dann hat eine nicht existierende Person den Brief unter unserer Tür durchgeschoben. Zweiter Akt. Das Virus im System. Okay, ein Plot-Twist nach dem anderen, Freunde. Das, okay. Na, möchte noch jemand ein heißes Tässchen vom leckeren Getreidekakao? Ach, ein lecker Schlückchen. Also gut, Leute, das gefällt mir überhaupt nicht. Natürlich nicht. Nimmt man das Zeug nicht, um Schlaglöcher auszufüllen? Ich versuche. Das ist einfach heißes Wasser. Das heißt, er hat vorhin seinen Kakao getrunken. Dann war nur noch ein Schlückchen drin. Er hat das mit heißem Wasser aufgefüllt. Doch nur krampfhaft meinen Kakaokonsum zu reduzieren. Hör zu, wir haben eine Botschaft erhalten, die wir nicht verstehen, von einem Mädchen, das gar nicht existiert. Diese Ungereimtheiten fangen langsam an, mir auf den Magen zu schlagen. Wir haben Ihren Freund noch nicht verhört. Vielleicht hat der ein paar Antworten. Verhört ihn! Ich hoffe mal, dass Jonas... Wir haben Ihren Freund noch nicht verhört. Verhört ihn! Einfach Instant-Entscheidung. Petrero uns mit seiner Phantomfreundin weiterhelfen kann. Das Ding hier ist eine Requisite für den Stand-Up-Comedy-Club. War das zu viel Info für dich? Gut, dass er das einfach so random sagt. Kein Problem. Wer seid ihr? Die Guten. So einfach wäre. Wo kommt dieses Stück Schnur her? Ja, und es dreht sich einfach 5-mal rum und knotet sich von selbst fest. Komm, ein Muscle-Up, Fillmore. Ein Muscle-Up. Wer war das? Ich glaube, das war Alexis. Oh, verflucht. Ich habe mir die falsche Woche ausgesucht, um vom Kakao wegzukommen. Mein Kaffee, du entwickelst eine Koffeinsucht, okay. Du hörst mit dem Rauchen auf, ja, dann kaufst du halt Nikotin-Kaugummis. Digga, warum kommt der denn jetzt Kaugummis? Ja, ich weiß, dass das ein bisschen verrückt klingt, aber ich glaube, das war sie. Tief in meinem Innersten habe ich immer gespürt, dass sie nicht weg ist. Ab und zu rieche ich ihr Parfum. Und manchmal, da höre ich ganz deutlich ihr Lachen. Okay, Creep. Und dann, vor circa einer Stunde, als ich ein paar E-Mails aus dem Klassenzimmer verschickt habe, ist mir mein Speicher abgeschmiert. Sämtliche E-Mails, die ich noch von Alexis hatte, sie sind alle futsch. Ich bin dann rüber ins Computercenter, um mich bei den Oberfreaks zu beschweren. Ich meine... Und da hast du dann Alexis gesehen? Ja, auf dem Gang. Habe ich auf jeden Fall gedacht, aber ich weiß es nicht so genau. Ich weiß eigentlich nur, dass ich nichts weiß. Wenn ich dieses Foto... Aber jemand, der weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als jemand, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Wisst ihr?
Denk drüber nach. Nicht hätte, würde ich sogar glauben, dass sie nie existiert hat. Du hast ein Foto von ihr? Unser HTML-Wettbewerb mit der Gilby Middle School geht unvermindert weiter. Und wir können sie schlagen, Leute. Unser HTML-Wettbewerb geht weiter. Wir haben den Kollegen Schnürschuh. Wir haben den Dude. Wir haben den Kollegen. Der, finde ich, der sieht auch richtig korrekt aus. Und dann haben wir hier die Dame mit so einer Klischee-Amerika-Zahnspange, die so außenrum geht, um zu zeigen, ja, die ITler, das sind alles die Nerds, Digga. Denkt daran, jede Super-Webpage fängt folgendermaßen an. Klammer auf, HREF, gleich Adresse, Ende. Klammer zu, falls ihr eine... Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Frage habt, kommt ihr einfach zu mir. Gladys, du bist im Computerclub? Ich bin sogar die Präsidentin. Also, was? Siehst du, was sag ich? Es stellt sich nämlich raus, Gladys ist Alexis Bixby und trägt eine Perücke oder hat sich die Haare umgestylt und so. Und dann nämlich genau das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Was? Du bist gar keine Cheerleaderin, sondern eigentlich ein Nerd? Mark my words. Ich hab's genau so gesagt. Kann ich für euch tun. Wir versuchen herauszufinden, ob Alexis vielleicht ab und zu im Computerclub rumgehangen hat. Kennst du die? Ich bin erst seit 2 Wochen auf der X-Middle School. Und seit 2 Wochen wird Alexis vermisst. Und es wurden die ganzen Bilder retuschiert. Sie wurde aus allen Daten auf den Datenbanken gelöscht. Cool. Meine Mom hat einen Job bei einer Firma für vegetarische Steaks angenommen. Die Geschäfte laufen nicht sehr gut. Seid ihr immer noch auf der Suche nach Alexis Bixby? Ja. Hast du sie schon? Seit 2 Wochen da und direkt Präsidentin vom Computerclub. GG. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, Bruder. Mal gesehen? Sie war bei den Cheerleadern? Wir müssen uns unterhalten. Officers, ich werde euch jetzt was erklären. Die X ist eine große Schule. Eine Schule mit 2 getrennten Lagern. Seht euch doch mal um. Es gibt auf der Schule die beliebten Coolen und die Volldödel. Die beliebten Coolen sind immer die Footballer, die diese College-Jacken tragen und die Cheerleaderin. Das ist klar. Und die Vollspacken sind dann einfach so die wissen, dass eine HTML-Seite anfängt mit Klammer auf, href, Titel der Seite, Ende, Klammer zu. Und da gibt's nichts dazwischen. Klar, auf der X gibt es ziemlich ungewöhnliche Schüler. Ich wollte gerade sagen, das sind wieder die beiden Kollegen aus dem Computerclub. Der guckt jetzt einfach random in der Cafeteria, während alle essen, macht einfach der Typ, der aussieht wie Dennis, der macht hier einfach Push-Ups auf dem Esstisch. Was? Während alle am Essen sind. Und der guckt einfach random durch so ein Mikroskop. Was man halt so beim Essen in der Mensa macht, oder? Kenne ich auch noch aus meiner Schulzeit. Wir haben einen rappenden Schachspieler und einen Akkordeonspieler, der Superstar ist. Leute, ist das Spinelli von Disneys Große Pause? Oh mein Gott, meine Kindheit, meine ganze Kindheit. Digga, das ist... Die haben einfach Crossover gemacht. Das ist offiziell confirmed. Disneys Fillmore und Disneys Große Pause spielen an der gleichen Schule. TJ Detweiler, Mikey Bloomberg, Gus Griswold, Gretchen Grandler, Ashley Spinelli und Vince LaSalle. Ja, ich weiß alle Namen noch auswendig. Sind an der X-Middle School, Digga. Beziehungsweise, in Disneys Große Pause sind die an der Grundschule. Die geht ja von der 1. bis zur 6. Klasse in Amerika. Das ist ja die Middle School, also 7., 8. Klasse. Dann ist das eine Fortsetzung sozusagen. Sie war an der Grundschule in Disneys Große Pause und Spinelli ist an die X-Middle School gekommen. Das ist... Das ist gerade so mindblow für mich, ne? Aber das Sagen haben die Beliebten. Ey, das ist der Chess King. Den hatten wir doch auch schon in der einen Folge. Und das war die so getan hat, als wäre sie im Rollstuhl. Und dann ist sie mit dem Rollstuhl über die Rampe geflogen und hat sich voll auf die Fresse gelegt. Mein stolzester Streaming-Moment. Alter, die ganzen alten Charakter. Guck mal, die leben hier alle wieder auf, Mann. Schüler, sie werden geliebt und wir verachtet. Eins steht fest. Es gibt keinen einzigen Grund, warum eine beliebte Cheerleaderin wie Alexis sich auf unsere Seite schlagen sollte. Da muss ich Yumi absolut zustimmen. Es gibt nicht sehr viele Cheerleader, die Lust darauf haben, mit Computerfreaks wie uns rumzuhängen. Danke für eure Hilfe. Ingrid? Das sagt eine Ex-Cheerleaderin, Freunde. Wir müssen los. Überleg doch mal. Auf dem Zettel, den wir bekommen haben, stand, schmeiß es aus deinem System. Vielleicht handelt es sich um etwas im Computersystem. Mit dem Server scheint alles in Ordnung zu sein. Ein Moment. Hier ist etwas, das auf der Festplatte nichts verloren hat. Dateiname elektrischer Haarschnitt. Volltreffer. Es wird eine Weile dauern, bis ich weiß, was... Warte, sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Was, wo? Im Netzwerk. Fillmore. Jemand arbeitet am elektrischen Haarschnitt. Wie bitte? Im Hauptrechenzentrum. Gegenüber vom Boccia-Platz. Was man halt so auf seinem Rechner sieht. Oh, wir haben Gesellschaft. Wir sind nicht die Einzige im Netzwerk. Da ist ja noch wer. Neben dem Boccia-Feld. Also gut, du kümmerst dich um den elektrischen Haarschnitt.
und befrag nochmal Gladys. So, seht ihr das auf dem Bildschirm? Sie hängt einfach auf fritz.box und guckt gerade einfach, wer ist alles gerade mit dem Router verbunden. Geh inzwischen rüber zum Rechenzentrum, bevor unser Täter die Fliege macht. Beeilung, du musst übers ganze Gelände. Beeil dich, du musst über das ganze Gelände. Dann dieser Blick. Kameraschnitt. Was ein legendärer Moment. Komm, noch einmal. Beeilung, du musst übers ganze Gelände. Ey, ich schwöre euch, die Serie war ihrer Zeit voraus. Das passiert jetzt zum ersten Mal, dass einfach random sein Funkgerät plötzlich zurückgelassen wird. Die haben einfach so einen riesigen Serverraum in ihrer Middle School. Und es macht die ganze Zeit so Cyber... Warte, da finden wir doch bestimmt Cyber Electronic Sound. Nee. Okay, ich finde das jetzt nicht so schnell, aber ihr hört's, ja? Oh nein. Wie man halt so tippt, ne? Da hat sie gerade den Klecks gemacht mit ihren Augen. Ist das so? Gucken wir mal kurz. Oh nein. Der Dex macht so. Deutschland ungefähr. Ja, ist schon sehr akkurat. Deutschland ungefähr. Fillmore, ich bin's. Elektrischer Haarschnitt ist ein Virus und es wird in knapp einer Stunde loslegen. Fillmore, hörst du mich? Ja. Dritter Akt. Der Countdown läuft. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Dieser elektrische Haarschnitt ist wirklich ein Virus. Und es wird innerhalb der nächsten Stunde zuschlagen. So viel konnte ich rauskriegen. Weißt du, was es anrichtet? Naja, es ist so eine Art Ultra-Peer-to-Peer-Verbindungsprogramm. So wie bei MP3? Ja, aber das hier ist so angelegt, dass jeder Zugriff auf alle E-Mails, Dateien und Datenbanken der gesamten Schule hat. Von allen Schulcomputern und allen E-Mail-Accounts könnte man sich sämtliche Informationen einfach runterladen. Donnerwetter. Alle Schülerakten, Schließfachkombination, Testantworten, persönliche Passwörter. Wenn jeder überall rankommt, würde Anarchie ausbrechen. Kannst du es aufhalten? Vielleicht. Fillmore, ich bin's. Hallo, hörst du mich? Fillmore! Hör zu, ich weiß nicht, was du da tust, aber du musst damit aufhören. Alexis, viele Leute machen sich Sorgen um dich. Sag ihnen, dass es dir gut geht. Mach schon, binde mich hier los. Hör endlich auf. Wie scharf ist denn so eine CD? Ist schon relativ unangenehm so. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Wie sieht's aus? Es geht, ich mache Fortschritte. Aber eins kannst du mir glauben, dieses Virusprogramm ist wirklich eine verdammt harte Nuss. Ich will noch nicht, dass du das siehst. Tut mir leid. Oh, sicher. Ja, da ist Ingrid auch nicht sass oder so. Irgendwann kriegt man alles im Leben zurück. Es ist vorbei, Alexis. Da hast du wohl einen Fehler begangen, Officer. Ja, wahrscheinlich. Tic-Tac-Toe, Gladys? Ich brauchte ein Spielchen. Zur Regenerierung. Du hast mich nur hingehalten. Was ist hier geschehen?
Ich bin so verwirrt. Liegt sie da? Was war denn die Mission hinter diesem Move? Oh, ich wurde durchschaut. Ich mache jetzt eine Rolle über den Tisch und lande einfach in dieser Position, aber mit diesem traurigen Blick. Und Ingrid läuft dann einfach weg. Und ich bleibe einfach so, genau so. Ich verstehe überhaupt nicht. Was soll das denn jetzt? Die Cheerleader-Moves hat sie drauf. Donnerwetter. Alexis Bixby? Das Mädchen war die geborene Anführerin. Alexis war die höflichste und großzügigste Person, die ich jemals kannte. Aber helfen ist mein Leben. Du bist Alexis. Alexis? Ich weiß nicht, wovon du da überhaupt redest. Es ergibt alles einen Sinn. Gladys zog weg, Alexis kam. Alexis zieht weg, Gladys kommt wieder. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Weil es nicht anders ging. Warum hat sie sich so schnell ergeben? Sie war doch näher an der Tür. Sie hätte einfach weglaufen können, wie jeder andere Fillmore-Bösewicht auch. Yumi, was ist das, der elektrische Haarschnitt? Der elektrische Haarschnitt ist eine Lösung. Was denn für eine Lösung? Das ist ein Virus, das sämtliche persönliche Dateien, E-Mails und Schülerbogen der Allgemeinheit zugänglich macht, damit es auch jedermann sehen kann. Die beliebten Schüler, denen alle Herzen zufliegen, haben genauso hässliche Seiten wie wir. Voriges Jahr wurde ich von Yumi gebeten, ihr zu helfen, ein Programm zu schreiben, das jede Datei für jedermann zugänglich macht. Und dann wären... Warum sah sie denn letztes Jahr schon so aus? Sie hat doch gar keinen Sinn. Sie hat doch diese Rolle vor 2 Wochen erst eingenommen. Hä? Dass jede Datei für jedermann zugänglich macht. Und dann wären vielleicht einige von den beliebten Schülern gar nicht mehr so beliebt gewesen. Das hätte alles geändert. Damit hätten wir Zeit... Die Community, wenn ich meine TikTok-Likes zeige und man einfach einen Einblick in mein Wesen bekommt. Einfach das hier. Von den beliebten Schülern gar nicht mehr so beliebt gewesen. Das hätte alles geändert. Matti. Damit hätten wir zeigen können, dass wir alle gleich sind. Und was hat Alexis damit zu tun? Auf einmal bekam ich Angst. Angst vor dem, was wir taten. Angst vor dem, was es aus Yumi machen würde. Ich wusste, Yumi würde es ohne mich nicht schaffen. Also beschloss ich, unterzutauchen. Als Alexis Bixby. Ich erzählte meinen Freunden, ich würde die Stadt verlassen. Dabei zog meine Familie nur auf die andere Seite der Stadt. Den Sommer über war ich bei Miss Frederica und sie... verwandelte dich von Gladys zu Alexis. Ich nahm ein paar Kilo ab, besorgte mir farbige Kontaktlinsen, färbte mir die Haare blond und nahm den Namen meines Stiefvaters an. So wurde aus mir Alexis Bixby. Die X ist eine große Schule mit 2 geteilten Lagern. Ich dachte, wenn ich mich mit der coolen Clique anfreunde, würde Yumi mich nicht finden. Aber sie fand dich. Und sie drohte allen meinen neuen Freunden zu erzählen, dass ich bloß... Also das ergibt ja jetzt noch weniger Sinn. Sie war schon diese Nerd-Computer-Rolle. Das ist, wie sie eigentlich aussieht. So sieht sie eigentlich aus. Dann hat sie sich aber verkleidet als Blondine, Kontaktlinsen, bla bla, hat sich Alexis Bixby genannt. Dann aber wieder ihre alte Gestalt als neue Gestalt angenommen mit Perücke, behauptet jetzt aber, sie ist jetzt erst seit 2 Wochen an der Schule, ist aber schon Präsidentin des Computerclubs. Das ergibt von vorne bis hinten gar keinen Sinn. Was haben die geraucht, als sie das geschrieben haben? Eine Attrappe bin. Ein verkleideter Computerfreak. Ein Scherz. Sie lockte sich also ein und löschte sämtliche Einträge über Alexis. Und ich half ihr beim elektrischen Haarschnitt. Und exakt dasselbe tue ich im Moment mit unserer Unterhaltung, indem ich Zeit gewinne. Glaub mir, es tut mir so, so aufrichtig leid. Was machst du denn da? Die Sache wird langsam sehr ernst, Yumi. Und wir haben nur noch knapp 3 Minuten Zeit. Entweder du bringst das wieder in Ordnung oder das Virus zerstört nicht nur die Schule, sondern auch dein Leben. Die beliebten Schüler bekommen deiner Meinung nach ein zu großes Stück vom Kuchen und deshalb willst du ihnen schaden. Aber was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Du bist viel klüger als die meisten anderen. Was sollen die denn tun, um das Gleichgewicht herzustellen? Deine Zensuren verändern? Deinen Geist verwirren? Das ist was anderes. Nein, ist es nicht. Uns bleiben nur noch ein paar Sekunden. Ich frage dich noch ein letztes Mal, Yumi. Wirst du das Virus aufhalten? Ich war es, die den Zettel bei euch unter der Tür durchgeschoben hat. Ich wollte euch damit helfen. Ich wollte euch die Chance geben, die Katastrophe zu verhindern. Ohne dabei erkannt zu werden. Das Virus muss die Rechner infizieren. Ansonsten würden alle die Wahrheit über Alexis erfahren. Sie wäre nichts als ein Witz. Ich wäre dann ein Witz. Aber du bist doch kein Witz. Ich habe mit Leuten gesprochen, die dich sowohl als Gladys als auch als... Bitte vielleicht ein bisschen weniger quatschen. In einer Minute ist das vorbei. So ein Gegenhack zu schreiben dauert doch auch. Könnt ihr vielleicht ein bisschen hinne machen? Alexis kennen. Die mögen dich doch nicht nur, weil du ein Computerfreak oder eine Cheerleaderin bist. Sie schätzen dich
dich, weil du großzügig bist. Oder eine Anführerin. In deiner Gegenwart fühlen sich die Leute wohl. Und das ist eine besondere Qualität, egal in welcher Clique man sich aufhält. Wir brauchen kein Virus mehr, das uns zeigt, dass wir alle gleich sind. Das hast du doch schon längst unter Beweis gestellt. Komm schon, Gladys. Alexis, bitte. Lass das nicht zu. Lass uns dieses Virus vernichten. Hat sie da gerülpst, oder? Was war das gerade? Lass uns dieses Virus vernichten. Jemand hat das Programm bereits aufgehalten. In der Verwaltung am Großrechner. Tja, ist doch schön, dass wir uns mal ausgesprochen haben. Wie einfach hat sie sich denn jetzt umstimmen lassen? Also sie plant seit Monaten eine Aktion, ist besessen davon. Ein Typ sagt, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Ha, du hast recht, ja komm, ich deaktiviere das. Das hat gar keinen Sinn. Und natürlich, sie wird jetzt eingebuchtet, obwohl sie ja eigentlich noch nichts gemacht hat. Sie hat noch kein Verbrechen begangen. Knast. Straight to jail. Warte. Wir müssen das Ganze verhindern. Ja, keine Ahnung, ich wollte gerade nur kurz rülpsen. Moment. Gladys war Yumi? Nein, O'Farrell. Zum dritten Mal. Gladys war Alexis. Ah ja, jetzt ergibt alles einen Sinn. Gladexis oder Alexedis? Verstehe. Du, hast es noch nicht kapiert. Habe ich recht? Nein, habe ich nicht. Aber ist ja auch egal. Denn dafür habe ich eine gute Haltung. Nee, das probiere ich jetzt nicht aus. Officers. Hey. Ich habe gehört, wie der Junge da mit der komischen Vase auf seinem Kopf mich eben Gladexis genannt hat. Das ist total abgefahren. Sehr abgefahren. Sehr abgefahren. Unendlich abgefahren. Meine Eltern sind zu Principal Folsom geordert worden. Wenn ich nur Rest bis zum Schulabschluss kriege, habe ich großes Glück gehabt. Ich habe ja schon, Gladexis gesagt, wie sehr mir die Sache leid tut. Officer Fillmore, du bist der Nächste auf meiner Liste. Na dann mal los. Aber ich bin nicht nur gekommen, um mich zu entschuldigen. Ich will mich auch bedanken. Wofür denn? Dass du mir die Augen geöffnet hast. Wofür ich mich bedanken will, ist ja wohl klar. Und ich, lieber Fillmore, sage danke, 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 dass du mir meine geliebte Alexis wiedergebracht hast. Jetzt haben wir wieder eine Chance mit unserem Cheerleader-Team. Und ich habe eine neue beste Freundin. Ich hätte mich doch nie im Leben mit Yumi getroffen, wenn ich sie nicht durch Alexis Gladexis kennengelernt hätte. Aber ich glaube, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich mit Gladys zu treffen. Also hätte ich Gladys auch nicht kennengelernt, wenn Alexis nicht gewesen wäre, die ja eigentlich Gladys ist. Wenn ich mir das so recht überlege... Ist das ja alles total traurig. Ich komme gar nicht mehr mit. Ich weiß nicht. Ich finde, es ist doch irgendwie eine Art Happy End. Oder ein glücklicher Anfang. Vielen Dank. Oh, verflucht. Wir haben ganz vergessen, Gladys, also Gladexis, ihren Spiegel wiederzugeben. Weißt du, was ich glaube, Fillmore? Statt des Spiegels haben wir ihr etwas sehr viel Wichtigeres wiedergegeben. Allerdings. Lass uns verschwinden. Hey, Vallejo. Wir gehen jetzt ein Tässchen Kakao trinken. Normalerweise würde ich natürlich fragen, ob du mitkommen willst. Aber du bist ja weg von dem Stoff. Ich hol nur meinen Mantel. Lieber ein klein Getränk. Du bist ja weg von dem Stoff. Es geht hier um Kakao. Heide Kakao? Das Zeug ist aus Bäumen, Third. Los, gehen wir. Ja, war doch voll gut. War doch eine richtig gute Folge. Und wenn ihr meine letzte Film-Reaction noch nicht gesehen habt, ne?